Hallihallo, willkommen zu einer neuen Comic-Kritik, diesmal Flash Band 4. Und man muss sich einmal, wenn man jetzt hier so sieht, ne, wir sind hier jetzt schon, also hier drin ist Flash 13 bis 20 und wir sind schon bei Heft 20 angelangt. Und ja, na gut, das läuft ja jetzt schon seit einem Jahr, aber das ist schon heftig, wie weit wir jetzt schon sind. Beim vierten Band jetzt schon Zeit verfliegt, du. Autor ist hier Joshua Williams und Zeichner Carmine Di Giandomenico, David Kianferik, Neil Gauch und Jesus Marino. Zeichnungen ganz okay, wenn man sie halt, ist halt jetzt hier auch wieder, sieht man jetzt hier am Cover ganz gut, weiterhin der gleiche Zeichnung wie vorher mit den Blitzen und so weiter. Ich finde das eigentlich ganz cool, gibt es coolere Zeichnungen, aber auch der Zeichner, der dann halt so ein bisschen cartoonartiger zeichnet, ist hier auch da drin und auch ein bisschen ein paar Alternativen. Und ja, wie schon gesagt, hier drin ist ein kleines Comic nur drin erstmal. Dann kommt hier eine kleine Reihe mit Roach Reloaded, wo wir dann halt Captain Cold und seine Gruppe halt wieder gegen Flash sehen, die halt irgendwie mal gut und mal böse waren und jetzt aber halt versuchen, wieder gegen Flash anzutreten. Und als letztes dann noch Dunkles Vermächtnis Teil 1 bis 2 und dann noch eine kleine Endstory. Am Anfang halt nur so eine ganz kleine, wo Barry mit Iris essen geht und Kid Flash auf einer eigenen Mission ist kurz, was eher nur ganz klein eben ist. Und dann haben wir halt das mit den Roads, wo Flash halt schon ein bisschen mehr zu tun hat. Und ja, wir haben da halt den Trickster, Mirror Master, Captain Cold und Heatwave und so weiter und so fort. Und macht schon sehr Spaß, finde ich. Wir haben auch hier ganz gute Zeichnungen, wie ich finde. Und ja, das ist schon mal sehr unterhaltsam. Ob es jetzt die größte Story, also bis jetzt ist schon, muss man sagen, gut, das mit Goodspeed war bis jetzt das Beste, was wir bei Flash hatten, aber das mit Rose ist jetzt so das, was danach dann halt kommt. Dann war noch interessant mit Dunkles Vermächtnis, denn Kid Flashs Onkel ist ja der neue Reverse Flash. Und er versucht halt herauszufinden, was mit ihm jetzt passiert ist und so weiter. Und er bekommt halt, ja, ich will nicht spoilern, aber er findet dann halt was heraus, was ihn ein bisschen erschüttert. Und am Ende haben wir dann noch so eine kleine Story mit Iris, wo sie eine Agentin macht und einen kleinen Plot-Twist am Ende, den ich aber natürlich nicht spoilern möchte. Und das ist nun aus dem ganzen Flash Band 4. Also bis jetzt das dickste von den Vieren. Und ja, bei den Roaches macht halt am meisten Spaß. Oh, trotzdem ist halt Band 1 und 2 bis jetzt die stärksten, weil da halt ein neuer Speedster, Goodspeed, eingeführt wurde, der viel Spaß macht. Aber die Roaches machen dann auch sehr viel Spaß mit Captain Cold und Co. Ja, das soweit zu Flash. Hat mir also schon gut gefallen. Schon eine Verbesserung zu Band 3. Band 3 war bis jetzt in meinen Augen der schwächste. Aber das war auch eher so ein kleines Zwischending, da Goodspeed ja jetzt erstmal vor Ort ist. Aber ja, schreibt in die Kommentare, wie ihr den vierten Band von Flash fandet. Und ja, wir bekommen ja jetzt auch, ja, als nächstes kommt dann ja das mit dem Batman-Flash-Flashpoint-Ding, wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Wird hier ja schon leicht angeteased alles. Und ja, das wird dann halt in den nächsten Monaten gelüftet, sag ich mal. Also in Amerika ist ja, glaube ich, schon alles draußen. Aber in Deutschland dauert das ja ein bisschen länger, bis es dann immer rauskommt. Und ja, da kann man sich dann auch weitere interessante Stories freuen in den nächsten Monaten. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.